So, und dann lief damals so, diese Transitabkommen ist damals rausgekommen, so 72, ja, aber 72 Transitabkommen, dass die Westberliner fahren konnten, ohne kontrolliert zu werden, von Berlin nach Hamburg zum Beispiel oder von Berlin nach Hannover, auf den Autobahnen benutzen konnten und die wurden nicht mehr kontrolliert. Früher wurden sie ja richtig kontrolliert, was machen, Kofferraum auf und tralla. Das gab es ja da nicht mehr beim Transitabkommen. Und die Regelung war dann, dass mehrere Leute dann, man konnte besser rüberfahren, also die Westler konnten besser nach dem Osten kommen, die Ostler aber nicht besser nach dem Westen. Und dadurch kam wieder mehr Kontakt auf. Und ja, da hat man überlegt, ja Mensch, müsste man sehen, dass man doch vielleicht, aber wie kommt man rüber? Das war immer die große Frage, wie kommt man, wie schafft man? Dann hat man schon gehört, hast du schon gehört, die sind abgehauen. Und man hat schon sich rumgesprochen, wenn Leute plötzlich nicht mehr da waren, was? Ich weiß noch, bei meiner Mutter im Krankenhaus, da hieß es dann plötzlich, ach, der eine Oberarzt ist weg. Wie weg? Ja, der ist jetzt im Westen. Dann ist der da weggekommen. Ja, die sind nach Ungarn gefahren, Urlaubsreise in Ungarn gemacht und ist er weg. Dann wurde man stutzig. Und dann hat man sich dafür interessiert. Und dann kam im Fernsehen, sehr viel im Ostfernsehen so, haben sie dann ein paar Sachen gezeigt, wie sie Fluchthelfer geschnappt haben. Und da hat man sich der mehr mit dieser Sache beschäftigt. Mensch, abhauen, das geht ja doch noch irgendwie über Fluchthelfer oder was läuft denn? Die Informationen, die man hatte, waren ja immer nur mal von denen Brocken, von dem Brocken, von dem. Man hat ja keine richtigen Informationen bekommen. Wäre ein Ausreiseantrag nicht erstmal der erste Schritt gewesen? Ja, natürlich, einen Ausreiseantrag zu stellen. Zu meiner Zeit, so 74, da war das nicht so gleich wegen Ausreiseantrag. Das kam erst ein bisschen später, dass dann viele einen Ausreiseantrag gestellt haben. Zum Anfang war das gar nicht so, das kannte man noch ja nicht so. Man konnte einen Ausreiseantrag stellen. Das war auch diese, was Sie mich jetzt gefragt haben, gleichzeitig mit meinem Vernehmer bei der Stasi gehabt, als ich gesagt habe, ja, man kann nicht reisen, man kann nirgendwo hinfahren, der dann gesagt hat, na, haben Sie es denn schon mal probiert, einen Antrag zu stellen, nach Griechenland zu fahren? Ich sage, nö. Ja, sehen Sie? Ja, das war dann so die Antwort. Ja, wir haben da über diesen Antrag, Ausreiseantrag gar nicht nachgedacht. Wir dachten, das ist sowieso sinnlos, da haben wir so keine Chance. Und dann haben wir gedacht, okay, dann müssen wir mal sehen, dass wir irgendwie was machen können. Und dann kamen meine Schwiegereltern aus dem Urlaub zurück, die waren in Südafrika gewesen. Kamen dann im Spätsommer zu uns nach Ostberlin, haben uns besucht. Und da haben wir dann konkret gesagt, wir möchten rüber. Und dann hat damals mein Stiefschwager gesagt, okay, dann muss ich sehen, dass wir da was machen können. Ich will mal sehen, was sich machen lässt. Und siehe da, 8 Wochen später, kam er dann nochmal für einen Tag wieder nach. Sie konnten ja immer für einen Tag rüberkommen, auch die Westdeutschen. Und haben uns getroffen in Berlin und er sagt, ja, es gibt eine Möglichkeit, euch rauszuholen mit falschen Pässen über Bulgarien. Ihr müsst aber sehen, dass ihr ein Visum bekommt für Bulgarien. Also DDR-Bürger mussten ja ein Visum haben, außer für Polen, Tschechei. Das war damals visafrei, das war die große Errungenschaft des Sozialismus, dass wir also nur mit einem Personalausweis nach Polen fahren konnten und in die Tschechei. Also das haben wir auch einmal gemacht, nach Prag gefahren. Das ging. Begrenzt Umtausch natürlich, dass man sich kaum was kaufen konnte. Das ging. So. Und jetzt mussten wir einen Antrag stellen, Visumantrag stellen für Bulgarien. Anträge wurden gestellt. Mein Antrag wurde genehmigt. Der von meiner Frau aber nicht. Damals war es ja noch meine Verlobte. Nicht, weil sie Verwandtschaft ersten Grades im Westen hatte. So. Ging schon mal nicht. Also inzwischen war ja auch unsere Tochter schon geboren. 72 ist sie ja geboren. Was nun? Ging nicht. So, dann wieder Kontakt aufgenommen. Versucht, wir hatten damals noch kein Telefon, weil nicht, dass jeder ein Telefon hatte. Nur Bekannte, die hatten ein Telefon. Dann sind wir da hingegangen, wieder angerufen, haben so gefragt, kommt uns doch mal besuchen wieder. Also nicht am Telefon gesagt, das klappt nicht. Also oder Ihnen war schon bewusst, dass Sie eventuell... Ja. Das war gar nicht da ein Visum bekommen, das jetzt schon mal platzen würde. So, dann haben wir dann wieder Kontakt aufgenommen und dann hieß es, ja, da gibt es noch einen anderen Weg und müssen wir mal sehen. Da werden noch Kuriere dann kommen und das hat man dann mit unserem Schwiegervater damals besprochen, die werden euch besuchen und dann kriege ich da weiter Instruktionen. Zwischenzeitlich mussten wir aber Passbilder machen lassen. Mit ohrfrei und so wie damals in den Reisepässen. Da musste man immer so ohrfrei haben und dann so schräg sitzen.
Dann haben wir so eine Passbilder machen lassen, aber die konnte man, DDR-Passbilder waren, die waren ein bisschen kleiner und die gab es ja nicht so, da war das nicht so mit ohrfrei machen unbedingt. Da hatte man eben einen anständigen Haarschnitt, so, und dann mussten wir extra noch zum Fotografen, haben uns dann so sogenannte Freundschaftsbilder machen lassen, die ein bisschen größer waren. Und die haben wir dann meinem Schiebschwiegervater mitgegeben, so als Bilder halt von uns. Und damit konnten die dann am besten Passbilder machen.